Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City. Wir machen die Mission jetzt von Lovers, die wir im letzten Part nochmal verkackt haben. Nochmal. Ja, was heißt nochmal verkackt haben, die wir im letzten Part verkackt haben. Jetzt nochmal. Ja, das kennen wir schon. Tommy Powell, you've got to save the band. I'm getting bored of this. Just keep the pedal to the metal. Gotta find a bomb. Can't we just drive around all day? Diesmal fahren wir da nicht rein. The bomb may be in the engine. We stopped yet. We're all going to die. I'm going to get pissed. Hey, there's a queue here, pal. Hey, mate, I'm just near the drinks cabinet. Get him away. Hey, the vodka bottle's got wires coming out here. That's no vodka. That's moonshine. Fly up to Bluff. No, it said the drink would kill me. I've seen this on the telly. You got to blow out one of the wires. Which wire? I don't know, man. I don't have a clue. Willie, see, show me. I'm going to play bass in hell. Tommy, man, keep driving fast, pal. Somebody do something. Aye, clever. Somebody do something? What kind of crap is that? I've seen braver queens. Fuck it, tough guy. You do something. Look, man, I play a musical instrument. I've got a clue about bomb disposal. Well, he could just suck the boomshine out with a straw. I have heard that you're good at that kind of thing. Hey, I was off my tits that night as well, you know. Okay, Schneefer muss man ja auch nicht. A straw? This is a low-faced tour bus. Well, look, I got a straw fake, if I mean. Which wire, Tommy? The green one. There isn't a green one. Oh, is this a green one? Any of these wires look green to you? Oh, nothing this in the car, sorry, it looks green! I should have dumped you a lot when I had the chance, man. Glory seeker. Capitalist! I've been carrying you for years. Shut up, you muppet! Oh, give us, Tommy! Aye, shut it and pull a wire. Which wire? This one. No! Man, we're okay. We ain't been blown up. Tommy, man, nice one. Rock and roll, man. And we got a gig to go to. A racket to make. Groupies to abuse. Oh, fist! Oh, fist! Oh, fist! Have you finished with that ball? I can't see the sky. Nein, wir gehen weg von dem Channel, weil da ist Ozzy Osbourne drauf und der hat Copyright auf seinem Scheiß. Also, nicht mal Copyright, also es wird gesperrt in Deutschland und das möchte ich nicht. Oh Gott. Also das muss ich erst rausschneiden und da hört sich, dann ist einfach gar kein Ton mehr da. Weil YouTube konnte das nicht rausschneiden, weil YouTube macht ja wenigstens nur den Sound leiser und man hört mich in einer richtig beschissenen Qualität dann noch. Aber das hat es dann letztes Mal nicht gemacht und dann musste ich das von Hand rausschneiden. Das war scheiße. Weil ich kann das ja einfach nur den Ton ausmachen, weil ich habe ja nicht so coole Technik wie YouTube, die nur die Musik rausfiltert. Wurde ich gerade angeschossen? Von den Haitianern? Let the battle begin. Choose sides. The rap war is here. Gut. Wir hätten vielleicht. Das meine ich auch in Vice City. Du fährst ganz leicht gegen was gegen und komplett fliegst du aus der Bahn. Ja, also wir hätten einfach in diesem Gebiet hier bleiben können, damit wir nicht so weit hätten fahren müssen, aber da waren halt immer, hier sind so kleine verschachtelte Strecken und ich weiß nicht, wo ich da durchfahren kann und wo nicht. Das hat man direkt am Anfang gesehen, als wir direkt explodiert sind. Ja, oder das, man kommt einfach nicht mehr weg plötzlich. Also ich muss sagen, das Spiel ist nicht gut gealtert. Ja, welche Spiele sind heutzutage gut gealtert? Weiß ich auch nicht. Ich verstehe echt gar kein Wort von dem, was sie sagen. Ich kann
eigentlich Englisch ganz gut, aber diesen schottischen Akzent, gar keine Ahnung, was wir wollen. Die Love-Festen-Musine steht immer vor deren Haus. Das weiß ich nämlich. Okay, wie machen wir es am besten? Am besten suchen wir jetzt ein bisschen Gratis-Munition zusammen. Hallo, Tommy? Ja. Es ist Baker. Ich wollte nur sagen, ich habe wirklich enjoyed the show. Me and the boys want to thank you and remind you, you got our respect. Good day. Keep riding hard, son. Gut, jetzt haben wir einen neuen Freund gefunden. Wo finden wir Waffen? Nein. I'm going to say this over and over until you do. Yes, Michelle is known for her begathon tantrums. She cares about this station, unlike you. Think of how much money you spend on drive-through fast food and commemorative plates. Take that money right now and send it direct to me, Jonathan Freeloader, Starfish Island, Vice City. Now, back to the show with Maurice Chavez, the asshole. You're correct. He is an asshole. Kriegen wir jetzt gratis Waffen hier, um Geld zu bezahlen. Welcome back. I used to be a performance clown. Also ein Sniper ist ja bei uns in der Villa, da im Garten. Das Sturmgewehr kriege ich bei. That's what we're discussing right now here on Pressing Issues. Free radio with free ideas. Just keep those donations for Classic GTA. Der Kopf fährt dich einfach um. Du kriegst einen Stern. Classic. Darum ist immer so auf dem Dach. Gut, ich würde sagen, wir fahren bis ins Ghetto und holen uns das Sturmgewehr bei, wie hieß die nochmal, Monty Pile oder so, eine Haitianerin. Wenn wir da wieder fast erschossen, was klingt nach einem Plan, fast erschossen zu werden. Misery and suffering, etc. Okay, mal Spur rein. And I actively want a fatal disease. Zum Glück weiß ich, was für Schutzweste mal liegt. Da kaufen wir die nie wieder. Damn, you two help me. Das ist gar keine normale Mission. It's really sweet. I love your hair. It reminds me of a big shaggy dog with long greasy straight hair. You know, Chavez, this weird god guy. Also entweder wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir alle Gebäude kaufen müssen und deren Mission durchführen müssen. Also, wir haben jetzt alle Gebäude Missionen, wie es aussieht. Aber ja, wir müssen so schießen, ey. Ich falle vorbei und höre so einen Schuss von ganz weit hinten. Das hört sich auch nicht so schön an. Machen wir den Sender. Kubanischer Sender, nice. Die Musik kennt ihr aus Tropico. Also die Art von Musik. Ist wahrscheinlich mal das, was ich meine, aber okay. Ja, ich hab keine Ahnung, wo die Haitianer waren. Nee, hier waren noch die Kubaner, oder? Wir müssen weiter nach hinten. Ich das mit dem anderen Auftrag dahin machen, weiß ich noch nicht. Also mit dem Telefonauftrag. Weil da sterbe ich ja 99,9% sowieso. Ich könnte auf meinen Waffen drin versuchen wegzukommen. Also ich habe jetzt Molotov-Cocktails und 60 Schuss. Gut. Und die mal Voraussetzung, um bei City einfach so durchzuspielen. Hallo. Gut, dann machen wir so Taxi-Mission erstmal noch. Wir haben jetzt ja noch Checkout 11 Minuten. Aber speichern vorher nochmal ab, weil wir schon gerade hier sind. Mit 20 Toten bereits schon oder so. Das letzte Mal haben wir hier gespeichert. Achso, wir haben jetzt ja seit 2 Wochen circa nicht gespielt. Auf geht's. VC Cabs keep beating us to it. They just got too many cars. We can't compete. Mr. Vassati, if you're out there listening in, you wanna put some VC Cabs out of action before we go bust! Wait! Pistole nehmen wir natürlich auch mit, what the fuck? Wir lassen ja nichts liegen, ne? Also, dann muss ich ja gucken, wo man bleibt. Every night at the Vice City Arts Center. Oh Gott, wir haben Munition bekommen. Ich liebe es, wenn die Missionen Munition geben oder eine Waffe. Und ich nicht sehr auf den ganzen Scheiß sorgen muss. I love her! Yes, but what about this? Those aren't regulation moves. I dance my way. To express that, not to say. I love people dance for me. This is the definition of modern dance. Grown men in questionable clothing.
Gut, eins weg. True modernism. The past, the present, and the future. The performance features a futuristic laser show with a dehydrated manatee. In the future, there will be robots. I'll see the performance that has left critics speechless. At the Vice City Arts Center. Gut, und jetzt müssen wir noch das letzte ausschalten. Das klappt ja bisher ganz gut. Also entweder die Missionen sind viel zu leicht, oder sie sind so verfickt hart schwer, dass sie praktisch unmöglich sind. So Missionen, die einfach so nice sind, gibt's eigentlich nicht. Die gewissen Schwierigkeitsgrade haben auch nicht zu schwer. Ja, fahren wir einfach in die Spur rein, bis zu leben. So. Was ist noch hier an den ganzen BMWs vorbei? Nicht nehmen, explodieren, ich will nicht sterben. 2000. Maximum können wir theoretisch auch noch machen, aber ich weiß nicht. Hier ist so ein halb kaputtes Taxi schon. Gucken wir das ein bisschen auf der Karte, vielleicht finden wir noch was, was wir klauen können. Man kann hier wirklich rein. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Also ist hier irgendwas? Die Munition behalte ich noch, das ist gut. Dann kaufe ich mir keine neue. Holen wir jetzt erstmal hier den M5. Der Flamme war hier in der Nähe, glaube ich. Die gab es das letzte Mal, glaube ich, in San Andreas. In GTA 5 gab es ihn, glaube ich. In GTA 5 und 4 gab es ihn nicht. Ich habe irgendwie Angst, auf dem Flughafen zu fahren. Ich glaube, ich werde dann gleich mit der Polizei gejagt oder so. Vielleicht fahre ich mal wieder zurück. Jo. Hier war auch nichts, oder? Hier wäre ein Bus. Wir müssen zum Hafen, der ist hier glaube ich auch irgendwo in der Nähe. Oh shit. Ist hier irgendwas? Oho, ich glaube wir brauchen doch keinen Flammenwerfer mehr, wir haben Raketenwerfer gefunden. Hehe. Wie viele Raketen habe ich? Eine? Oh, vier! Oho! Ohoho! Ich glaube, anstatt Munition zu kaufen, fahre ich jetzt immer auf der Karte, also merke ich mir, wo die ganzen Sachen sind, vergesse das wahrscheinlich nach 20 Sekunden wieder, öffne dann Google und dann sammle ich einfach nur Munition ein, anstatt sie zu bezahlen. Fuchs bin ich. Hier sag mal Real Talk. Wie kriege ich jetzt die ganzen. Wie kriege ich das ganze Geld zusammen für zum Beispiel den Malibu Club? Ich meine, ich kann jetzt nicht 10.000 Stunden lang mit diesem scheiß Eiswagen herumfahren, 100.000 Sterne bekommen, nur weil ich jetzt das Geld für Missionen ausgeben musste, weil das Spiel einfach voll hart ist. Oder ich krieg einfach bald einen Anruf oder so, dass ich jetzt irgendwas anderes machen kann. Also ich krieg ja dauerhaft Geld auf jeden Fall von meinem Unternehmen, von meinem Vesetti Schutzgeld, scheiß. Dann sperren wir nochmal ab, weil wir jetzt so schöne Waffen haben. PR-Tour. 8. Januar ist heute. Also Sonntag. Ich muss mal wieder arbeiten. Also wenn ihr den Part seht, ist es Freitag und ich muss eine ganze Woche schon wieder arbeiten. Ohne Mercedes. Ich bin nur Airbnb-Fan. All kinds of pills for my nerves, couldn't move, couldn't talk. Ich werde dann kommen gleich diese Vice City Taxis und greifen uns an. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde die anderen Taxis einfach viel cooler als die hier. Ich mag die Form von ihnen gar nicht. Sieht aus so wie so Ops aus den 50ern oder so. Also ist nicht, dass sie schlecht sind, aber. Natürlich. Sofort zwei Reifen zerschossen. Wir haben nur Pain and Spray, ne?
Also kann man echt nicht fahren, ey. Oh ne, drei Reifen durch kaputt, nice. Wir haben es geschafft, so viele Reifen mit zu zerschießen. Neuer Motor, nice. Schon weg, weil ich das die mich wieder direkt kaputt schießen. Ja, gut, die Ampel war rot. Ich hätte anhalten sollen, aber ich wollte ja schnell durchfahren. Oh nein. Da kommen gleich aus allen Himmelsrichtungen 10 Milliarden Autos angefahren. That's awful. But ooh, just a second, you sick bastard! Security! I loved him more than you can imagine. Call the police, someone, please help me. This guy is molting animals. Oh, it's gross. Können vielleicht mal kurz noch Kehlkopf abmachen, falls ihr wieder Hooker erinnert. So. Also ich sag jetzt nicht nein zu Raketen, ne? Gut, ich hätte mir aber ein neues Kraftfahrzeug holen können. Ich dachte, ich komme nicht mehr raus. Kaufmann-Taxi. Aber einmal muss mal, weil ich will den Part nicht überziehen. Wir haben nur 3 Minuten Zeit. Und wir mussten einmal komplett nochmal zurückfahren praktisch. Also was heißt praktisch komplett zurückfahren? Wir mussten einmal kurz umdrehen, um unser Auto zu reparieren, aber es hat so lange gedauert. Bobo is dead. It's time to get back in the medication and start piecing your life back together while locked up in a cage. Wie komme ich da runter? Very long time, or until you die. Is it that time again, Doc? Yes, Pat. It is. Come on. Wo ist denn? Put on this. Hä? Look, it's even got your wo ist ich denn da lang? And swallow this. Ach, da hinten, da ist so eine graue Straße. Da war auch noch Penis-Spray. Und da vorne wäre der Flammenwerfer. Aber ich glaube, der Flammenwerfer benutzt denselben Slot wie... Ja. Fest. Wie der Raketenwerfer. Hier ist keine Mercedes, oder? Oh, Gott, Hupo. No sign of Mercedes. We'll be back after this. You're on K-Chat. Don't go away. Do yourself a favor. Pick up your telephone call. Ja, okay, ich wusste, dass die Mission kommt. Die kannte ich noch. 1-8-6-6-9, save me. What better place to witness 40,000 years of nuclear winter than from the comfort of your very own space-ready nuclear when we raise 25 million, we will build a 50-story tall likeness of you. If we raise 300 million, the statue will rotate so I can look over this great city and cast an evil eye on degenerates. And when the imminent nuclear strike occurs, those who put faith into action with sufficiently generous contributions will join me inside the Pastor Richard Salvation Statue as we blast into space. Soll ich hier bleiben? Ich weiß gar nicht. Contribute to the Pastor Richard Salvation Statue. Zweirad, nice. Call now, 1-866-9-SAVE-ME. Ich kann hier nicht raus, gut zu wissen. Gut, dann muss ich einfach nur noch überleben. Jetzt komm, ich hoffe, das schaffe ich jetzt. Here's your stallion. The car for freedom. The car for hot excitement. It's time for Kaufman's calf, Guardian Angel, to eat some fender. Batsu Thunder. Karte. Kommt der nicht hergefahren? After you get struck by lightning, there's thunder. The Maibatsu Thunder. Fällt er weg? Taxi und dem erworben. Gut. Ich dachte, ich hätte es voll verkackt. Zum Beispiel habe ich Raketenwerfer mitgenommen. 8000, hol dir das Geld regelmäßig ab. Gut. 5000, ich habe mich verlesen. Warte. Nochmal 5000 bekommen. Okay, sind wir 25.000. Jetzt müssen wir neue Unternehmen erwerben.
Gut, der Part ist also vorbei. Dann hoffe ich, der Part hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.